Hier ist es auf einmal so still, das ist nie ein gutes Zeichen. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache, Mario. Als ich mich das letzte Mal so gefühlt habe, habe ich jemanden erwischt, wie er Ölfarben und Wasserfarben gemischt hat. Und das ist... Cancer. Was zur Hölle? Ein Kugelwilli. Nein, kein Kugelwilli, sondern ein Bonsai-Bill. Ein Riesenteil. Ein Oschi. Und der ist abgestürzt. Wow, sieht cool aus. Hast du das gesehen? Eine Art Geschoss ist gerade in den Hügeln dort eingeschlagen. Schnell, Mario. Auf jeden Fall ein ziemlich krasses Ereignis. Mal schauen, was es damit auf sich hat. Vielleicht war das ja auch ein Raumschiff. Und ein Alien ist hier gelandet. Wir wissen es ja nicht. Dum, dum, dum. Die fröhliche Musik vom Anfang ist jetzt auf jeden Fall futsch. Nun hören wir bedrohliche, mystische Musik, die uns Angst machen soll. Wir sind im Ungewissen und sehen zum ersten Mal grüne Shy Guys. Können die was Besonderes? Sehen auf jeden Fall gewöhnlich aus. Und es ist auch nur ein Einzelner. Naja, dann greifen wir ihn halt an. Mit einem kaputten Schuh. Der sollte gegen den Dödel allemal reichen. Der ist ja schon fast durch den ersten Angriff gestorben. Wunderbärchen. So, Zeugs aufsammeln und jetzt aufpassen, dass wir in keinen weiteren reinrennen. Ein Doppelhammer, nice. Ja, das freut mich aber. So, jetzt hier lang. Alles wunderbar. Können wir das nur einmal umdrehen? Okay. Weiß zwar nicht warum, aber okay. Hier ist nichts Interessantes. Oh, hat sich gelohnt. Not bad. Hier gibt es ziemlich viele farblos Flecken. Was ist denn hier passiert? Oh nein, der Goomba sucht Stress. Das sollte er lieber lassen. In seinem Interesse. Hey, da ist jemand. Ein Gegner. Oh, ein Sniffet. Mit einem Schlürf, Shy Guy. Wir wissen noch nicht, was dieser Snippet macht, aber ich möchte es auch nicht unbedingt erfahren. Daher... Triple Jump. Hoffe, das reicht gegen die beiden. Ja. Gib's ihm, Mario! Beim zweiten ist er down! Und jetzt der letzte Lappen. Der leider nicht ganz gestorben ist. Selbst wenn ich es auf exzellent gemacht hätte. Oh, aber ich habe keinen Schaden genommen. Wie geht das denn? Ich dachte, einen KP kriegt man immer abgezogen. Was zum... Wow. Oder ist das jetzt so, dass auch meine Verteidigung gestiegen ist, seit wir den großen Farbstern aufgesammelt haben? Das ist halt schon komisch irgendwie so, ne? Immer bislang Schaden gekriegt, selbst von den Goombas. Und die Goombas können doch nicht stärker sein als der Schlürf-Shy-Guy. What the hell? Das ist schon verwirrend gerade. An dieser Stelle möchte ich auch mal den Soundtrack loben, so im Großen und Ganzen, wenn ich es noch nicht getan habe. Es gab jetzt zwar bislang noch nicht so viele Tracks, wo ich gesagt habe, boah, die sind so einprägsam, merke ich mir für immer. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass sie sich Mühe damit gegeben haben. Es fühlt sich sehr gut an und es hört sich auch sehr gut an. So schön orchestralisch. Also es sind auf jeden Fall gute Tracks, die auch
zum Spielgeschehen stets gut gepasst haben. Ich hoffe, das bleibt so. Mein Lieblingstrack ist bislang eigentlich das Battle-Theme. Und Port Prisma vielleicht noch, aber den habe ich jetzt auch gerade nicht so richtig im Kopf. Das Ding ist halt, es muss noch ein bisschen zulegen in der Epicness. Es gibt, wie ich schon gerade sagte, nicht so viele Soundtracks, wo man echt sagt, boah, der ist so geil. Das merkst du dir auch Jahre, nachdem du das Spiel gespielt hast. Ja. Und Paper Mario hatte eigentlich immer ziemlich krasse Tracks. Daher hoffe ich da schon auf eine Verbesserung. Und ich bin ein bisschen verwirrt. Muss ich jetzt zurückgehen und den Entfaltungsblock nochmal betätigen? Geht das überhaupt? Wo war der denn? Oder habe ich was übersehen? Nee, das kann nicht sein. Das schaffen wir niemals. Ich muss irgendwas übersehen haben. Sorry, habe ich mich mal wieder verplappert, ne? Weil hier geht's ja nicht weiter. Es muss einen weiteren Entfaltungsblock geben. Also irgendwas sagt mir, dass ich bei den Bäumen genauer schauen sollte. Oder hier. Ah, da unten, da ist was. Hä? Komme ich denn da hin? Oder lasst uns einfach mal diesen Stachy erledigen. Der bewegt sich so auffällig um den Baum herum. Da muss doch was sein. Triple Hammer. Attacke. Ansonsten frage ich tatsächlich mal Fabian. Er hätte das gedacht, aber ich brauche wirklich mal seine Hilfe. Ist so. Außer es passiert was. Aber nein, da ist nichts passiert. Außer, dass wir die Stachy-Karte bekommen haben, was natürlich auch ganz cool ist. Mich jetzt aber nicht weiterbringt. Aber jetzt kann ich auf einmal was machen. Ach, das war da im Vordergrund. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist da in der Schlucht unterhalb, im Hintergrund. Aber das war hier. Na dann. Da sind drei Karten. Das ist schön und gut, aber das bringt mich auch nicht weiter. Ich glaube, das war nur ein Secret. K.O.-Hammer, Hochhammer und normaler Hammer. Ja, toll. Und wie geht's weiter? Das gibt's doch nicht. Bin ich blind oder so? Auch hier einfach mit dem Entfalthammer auf dem Stamm schlagen. Ich gehe jetzt nochmal zurück, Leute, und schau, ob ich diesen Block nochmal betätigen kann. Vielleicht haben wir ja jetzt mehr Zeit zur Verfügung, aber in 20 Sekunden geht es nicht. Wir haben trotzdem nur 20 Sekunden. Probieren werde ich's, aber das wird echt knapp. Oder war ich vorhin einfach zu lahm? Weil es ist doch möglich. Dann will ich nichts gesagt haben. Hä, was? Die Wirkung ist nicht auf andere Räume übertragbar. Dann stimmt hier was nicht. Los! Fabian, bitte, hilf mir. Hier irgendwo muss sich ein Entfaltungsblock befinden. Der könnte überall sein, also tob dich ruhig mit dem Hammer aus. Alles klar. Ich schlag hier alles kurz und klein! Der muss doch hier sein, oder? Weil diese Blöcke waren so unnötig irgendwie.
Stimmt doch, diese Blöcke waren so mega unnötig. Da ist aber nichts. Bäume anmalen. Ich weiß es nicht, Mann. Kein Schimmer. Es könnte so vieles sein. Tobe dich mit dem Hammer aus. Okay, okay, okay. Irgendein Pfahl, den man vielleicht reinhauen kann. Ich weiß es nicht. Was zur... Hä? Jetzt sag mir nicht, ich habe diesen Baum noch nie geschlagen. Sag mir bitte nicht, ich habe diesen Baum als einzigen in diesem Areal noch nicht geschlagen. Oder war hing es jetzt doch mit der verdammten Farbe zusammen? Ich weiß es nicht, verflixt nochmal, aber auf jeden Fall habe ich ihn jetzt gefunden und es war nicht schwierig versteckt. Keine Ahnung, was da das Problem war. Jetzt bin ich aber sauer. Das muss ich mir selber im Video nochmal anschauen. Also wenn ich diesen Baum die ganze Zeit ignoriert habe, dann bin ich echt ein Vollidiot. So heftig kann man doch nicht blind sein. Alter. Ich mag das Gras. Das Gras ist voll cool animiert. Und schaut auch hübsch aus. Aber ich trauere der Musik nach. Weil das ganze Level über jetzt diese Detektivmusik zu hören, weiß nicht. Igitt. Hier riecht ja etwas ganz furchtbar. Und ich hab nicht gefurzt. Du etwa? Nein? Okay. Das riecht auch so wie Farbe, die mit Stinkfarbe gemischt wurde oder so. Es gibt Stinkfarbe? Das kommt von da drüben. Sehen wir einmal nach. Wirklich? Muss ich da hin? Oh Mann. Uns bleibt auch nichts erspart. Naja, war jetzt nichts allzu Besonderes, muss man sagen. Was zur Hölle ist das? Da wird wohl noch eine... Ah, hab ich's doch gewusst. Da wird wohl noch eine Brücke erscheinen und wir haben eine besondere Karte gefunden, den Bohrsprung. Boah, ist ja geil. Der haut mit Sicherheit ordentlich rein, vermutlich gegen den einzelnen Gegner. Wir werden es erfahren. Zu einem späteren Zeitpunkt. Bei einem Gegner, der diese Karte verdient hat. Genauso wie den Eisensprung. Den haben wir auch noch nicht eingesetzt. Mario, du bist es. Ich bin gerannt, so schnell ich nur konnte, aber dann haben sie mir die Farbe abgesaugt. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich werde jetzt einfach mal weiterrennen. Man weiß ja nie. Angsthase. Aber es ist besser für ihn. Soll er ruhig gehen. Au! Das tat weh. Was ist hier bloß los? Zuerst Stinkfarbe und jetzt eine kaputte Rampe. Was kommt als nächstes? Werden wir von irgendwas plattgewalzt? Daran mag ich gar nicht mal denken. Sprich das bitte nicht zu laut aus. Man weiß nie, was hier vor sich geht. So. Ich hoffe übrigens, es ist kein Fehler, dass ich so viele Gegner überspringe, aber wenn ich halt nur Goombas sehe, gehe ich davon aus, dass das Kämpfe sind, die man durchaus auch skippen kann. Sniffit dagegen? Nun, gegen den haben wir ja noch nicht so häufig gekämpft. Also skippe ich den mal nicht. Ich weiß auch nicht, wie viel der einsteckt, deswegen nehme ich gleich zwei Angriffe. Einmal kaputter Schuh und einmal kaputter Hammer. Und das war eine gute Entscheidung, denn der Sprung hätte nicht gereicht. Gib sie Mario. Mit Spitze. So. Für den kriegt man ja auch... Naja, gut. Es ist nur ein Hammer-Element. Aber besser als keins, ne? Hat er irgendwas bewacht? Nö, glaube nicht. Kann man irgendwas mit diesem Baumstamm machen? Vermutlich, oder? Ach so. Hey, Mario, bleib doch einfach stehen. Hä, wieso geht das nicht? Was zur Hölle?
Warum kann ich mich nicht anstupsen lassen? Nicht mal, wenn ich... Ach, dann halt nicht. Oder kann man das auch irgendwie stoppen? Oh, man nimmt sogar Schaden, Alter. Aber das muss doch irgendwie gehen. Nee. Hab's jetzt tausendmal probiert. Es will und will nicht funktionieren. Müssen wir eine andere Möglichkeit suchen. War so nicht geplant. Was ist das denn? Froschanzugkarte. Ich guck mir das alles gleich an. Wir haben ja doch jetzt einige neue Karten bekommen. Selbst die Münzen springen. Wollen auch nicht plattgewalzt werden. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht weiß, warum wir überhaupt Schaden nehmen. Ich meine, hier ist doch alles aus Papier. Wir können gar nicht plattgewalzt werden. Wir sind platt. Von Natur aus. Mutter Natur hat das so bestimmt. Ah, das sind die Scheigeist, die das hier veranstalten. Komm ich mal zu euch rein und regel das. Geht das? Oder muss ich von hinten angeschlichen kommen? Okay. Was macht ihr da? Ziggis. Ich mach euch fertig. Also, Froschanzug. Überspringe die Angriffe deiner Gegner. Bei guter Ausführung sogar komplett. Nur so lange aktiv, bis du Schaden nimmst. Okay, also eine schöne Verteidigungskarte. Aber ich glaube, das ist dann doch nicht der beste Zeitpunkt, um sich das alles durchzulesen. Denn wie wir wissen, klauen diese Shy Guys gerne mal. Habe ich noch eine Shy Guy-Karte? Nein. Ja, jetzt gehen sie auch gerade auf mich los. Okay, dann greifen wir an. Mit dem Triple Hammer und dem Triple Jump. Ab geht's. Ich will meine Karten zurück, klar? Oh, Vorsicht, man sieht nicht alles. Wegen dem Dach. Aber ich werde mit euch schon fertig. Oh, ich brauche den Jump sogar gar nicht. Was für Luschen. Habt ihr gesehen? Die haben in diese Rollen dieses sehr auffällige Zeichen eingewickelt. Heißt... Wenn wir den Entfaltungsblock aktivieren und diese Holzpfähle, nee, Pappe ist es ja, die Pappe schlagen, sollte sich ein neuer Weg auftun. Unser Sägewerk wurde angegriffen. Ich wage mir gar nicht vorzustellen, dass jemand Spaß daran hatte, unsere Baumstämme herumzurollen. Jetzt sind es also doch Baumstämme? Na gut. Als ich da so farblos herumgelegen habe, glaubte ich zu spüren, dass neben mir etwas ganz Furchtbares geschieht. War das nur ein Albtraum? Ich sag dir am besten nicht die Wahrheit. Guck mal kurz hier, ob sich da was tut. Nein. Und zack. Ja, nee. Ist klar. Okay, das ist eine Röhre, die mich weiterbringt. Aber wartet mal. Man könnte auch, wenn man lustig ist, hier einen Geheimgang hinbauen. Haben sie aber nicht gemacht. Schade. Aber ich wollte es überprüft haben. Okay. Und die Röhre bringt uns jetzt weiter. Tschu-tschu-tschu. Und mal wieder liegt hier ein Herz rum. Ah, wie ich das hasse. Das muss ja echt nicht sein. Kann man die Brücke auch hier irgendwie reparieren oder ist die für immer im Arsch? Nee, sieht nicht gut aus. Naja, dann nicht. Ach du Scheiße. Was ist hier denn los? Ist das diese schwarze Farbe, die Bowser genutzt hat? Es ist schlimmer, als ich mir je hätte ausmalen können. Alles ist schwarz. Das Ding, das da vom Himmel gefallen ist, muss eine Art Bombe gewesen sein, voller schwarzer Farbe. Sei vorsichtig, Mario, das gefällt mir gar nicht. Also wurde dieser Bonsai Bill wissentlich abgefeuert? Wow, was zum... Mario!
Mario, geht's dir gut? Ich hab dich doch vor dem Zeug gewarnt. Ja, hättest mir sagen können, dass mich das fast umbringt. Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Dieses Zeug ist giftig. Was auch immer du tust, geh bloß nicht zu nah ran. Gut zu wissen. Aber was wäre gewesen, wenn ich jetzt weniger als 30 KP gehabt hätte? Wäre ich dann Game Over gegangen? Tut mir leid, es ist meine Schuld, dass du damit in Kontakt gekommen bist. Ich hätte es besser erklären sollen. Mhm. Ich muss das wieder gut machen. Ja, komm, jetzt mach kein Drama draus. Also, würde es dir vielleicht etwas ausmachen, kurz deine Augen zu schließen? What? Okay. Alles klar, du kannst die Augen jetzt wieder aufmachen. Als ob. Wie hast du das gemacht? Cheatest du? Gut, gut. Und darüber reden wir am besten nie wieder. Sieh mal, da ist ein kleiner Farbstern, den ich zuerst gerochen habe. Los! What the? Warum erklärt er mir nicht, wie er das gemacht hat? Hat der Kerl etwa doch mehr drauf, als wir dachten? Wenn ja, dann sollte er schnellstens mit der Sprache rausrücken und mich aufputschen. Das ist jetzt schon irgendwie seltsam. Meint ihr nicht auch? Er ist ja voll abgegangen. Wollt ihr Stress? Hm? Wo ist der hin? Wo zum Henker ist der hin? Und kann ich die Seile anmalen? Ja, ich glaube schon. Wieder so eine fiese Sache, was man einfach nicht als erstes sieht. Ja. Mal kurz schauen, wie viele Prozente haben wir denn hier? 88, also wieder einen guten Job gemacht. Mal gucken, wie viel wir noch zusammenbekommen. Hier ist nix. Nee. Ein Seriensprung, sehr gut. Und da ist der Shy Guy reingegangen. Wohin führt mich das? Oh. Zu einem Geheimlager von ihnen. Ich wusste doch, dass diese Pappe da rechts irgendwas zu sagen hat. Oh, verdammt, ich habe meine Deckung verlassen und jetzt haben sie mich gesehen. Aber es musste so oder so zum Kampf kommen. Da gab es gar keine andere Wahl. Na schön, machen wir sie alle mit dem Triple Jump und dem Triple Hammer. Ihr kennt das ja. Sollte reichen. Oh crap, mein Gamepad ist leer. Hoffentlich hält es die Angriffe noch durch. Das wäre schon ärgerlich jetzt, ne? Es blinkt nämlich bereits. Fuck! Immer das Gleiche. Oh, exzellent! Sehr gut! Aber trotzdem, der Sniffet lebt noch! Oh, gleich noch ein Exzellent hinterher. Wie krass. Tja, Mario versteht halt keinen Spaß. Wow. Übel, was die gedroppt haben, hey. Aha. Hahaha. Dachte ich mir doch. So, und jetzt aktivieren. Da raus. Und auf die Rolle hauen. Der Weg zum Farbstern ist nicht offenbart. Was ist los? Versuche es hier einmal mit dem Entfalterhammer. Ja, hat nicht funktioniert. Was soll der Quatsch?